Martin Imboden, du bist der Vertreter von der Schweiz bei der Weltmeisterschaft im Bogenschießen in Peking. Wie hast du dich qualifizieren für diesen grossen Anlass? Ich hatte auch verschiedene Turniere vorgegeben, wenn ich die Punkte machen musste. Und da habe ich meine Punkte erreicht und habe somit die Qualifikation geschafft für Peking. Wie fühlst du dich jetzt so in Form, nachdem du aber schon Schuppenwettkämpfe in dieser Saison hast können machen? Ja, die Form ist eigentlich aufsteigend und stimmt eigentlich, aber das ist einfach wieder ganz etwas anderes nachher ein Grossanlass oder ein normales Turnier. Du hast schon mehrere Grossanlässe mitmachen können, Paralympics in Rio, Weltmeisterschaft auch zweimal. Kannst du jetzt ein bisschen profitieren von diesen Erfahrungen, von diesen Wettkämpfen? Da kann man schon profitieren, aber es ist wieder immer etwas Neues. Ein anderes Land muss man sich von Vorgängen mit dem befassen. Und ich weiß jetzt ungefähr, auf was dass ich schauen muss. Und so kann ich da noch profitieren. Auf was müsst ihr am meisten schauen? Ja, am meisten ist vor allem wichtig ist mental und wie sieht es da aus, das sind alles so Sachen, wo das Wetter und das bringt alles mit sich. Also nicht nur gerade rein schiessen, das Drum und Dran ist wichtig für dich? Das Drum und Dran ist sehr wichtig für mich, ja. Also heute die mentale Vorbereitung brauchst du, dass man einfach bestehen kann? Die mentale Vorbereitung ist sehr wichtig und da habe ich eine gute Hilfe und das klappt. Wie ist es eben mit der Konkurrenz, die du da wieder antreffst? Ich nehme an, da sind die weltbesten Bogenschützen dabei. Konkurrenz ist riesengroß. Bis zum gestrigen Datum sind in meiner Kategorie alleine 66 angemeldete gewesen. Weiss man da im Vorfeld, wie man das ungefähr steht, leistungsmässig, oder ist das noch schwierig abzuschätzen? Ungefähr weiss man schon, aber es gibt immer Überraschungen. Und es gibt natürlich auch positive Überraschungen. Positive Überraschungen wären eine Medaille gewinnen, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu erreichen. Das ist sehr, sehr schwierig zu erreichen. Also, ich bin zufrieden, wenn ich mein Bestes geben kann, was ich kann. Und da bin ich mit mir selber zufrieden. Eine Reise nach Peking, eben so Weltmeisterschaften, sind natürlich auch finanziell nicht leicht zu bewältigen. Nein, das stimmt. Da müssen wir im Vorfeld recht organisieren und schauen, dass wir Sponsoren bekommen, dass wir können an die verschiedenen Anlässe gehen können, wo wir können sich qualifizieren können. Wie hast du die Unterstützung bis jetzt so erlebt? Ja, die Unterstützung ist grandios, was ich bis jetzt erlebt habe. Von privat und so, das ist genial. Also da kannst du zufrieden sein, dass das klappen, von daher gesagt, es keine Schwierigkeiten geben? Nein, von daher gibt es keine Schwierigkeiten, da bin ich voll überzogen. Jetzt, wie tust du dich noch vorbereiten, bis es losgeht in Peking? Ja, ich tue jetzt jeden Tag etwas trainieren und mental mehr vorbereiten und einfach das Beste geben, was ich kann. Und auch wichtig, dass der Trainer euch mitkommen kann. Das ist natürlich auch wichtig in solchen Situationen. Ja, das ist sehr wichtig, weil ich könnte ja nicht alleine auf Peking gehen. Ich bin auf Hilfe angewiesen und der ist der Allrounder, Trainer, Materialschlepper und eigentlich als Organisator und ja, das Problem ist ja da noch die Sprache und ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass er 4 Sprachen kann. Also von der Betreuung sollte die da gewährleistet sein, ohne Probleme? Also die Betreuung ist ganz sicher gewährleistet. Freust du dich über wieder mal an der Weltmeisterschaft dabei zu sein? Ja, ich freue mich riesig, euch mal wieder die Mitschützer zu sehen und das wäre eigentlich wird sie eine grosse Familie. Aber während dem Wettkampf natürlich Konkurrenten. Im Wettkampf sind wir Konkurrenten, aber zwischendrin sind wir wirklich, das ist wie eine grosse Familie. Und was brauchst du, dass du eben gesund oder vor allem natürlich erfolgreich zurückkommst? Wie müsst du zufrieden sein mit dir? Ja, das ist jetzt noch schwer zu definieren. Wenn ich das Beste gebe und wenn ich das Beste gegeben habe,
dann bin ich zufrieden. Wenn mehr drin liegt, ist gut. Es ist so schwer. Es kann nach Hopschi oder sofort ein bisschen nach Nitsche gehen. Das kann nach Hopschi und nach Nitsche geht es noch schneller. Dann wünschen wir dir, Martin, alles Gute bei der Weltmeisterschaft in Peking. Toi, toi, toi und gut Schuss. Ja, danke.